Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Mickey Muffin und herzlich willkommen zu meinem Adult Performer Podcast. Heute habe ich endlich die Mika hier. Mika Nox, genau. Genau, so, du bist ja mehr oder weniger eine Newcomerin, oder? Genau, ich bin noch gar nicht lange dabei, seit März jetzt, ja. Mhm. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich war letztes Jahr das erste Mal auf der Venusmesse, da war ich noch als Gast. Aha. Einfach mal so vorbeigeguckt. Ja. Und da habe ich so viele Mädels getroffen, Darstellerinnen, Camgirls, alles Mögliche. Und dann dachte ich mir, das ist irgendwie meine Welt. Also da waren so viele offene, nette Menschen. Und ich habe schon immer ein bisschen so mit dem Gedanken gespielt, mhm, vielleicht mal ein bisschen freizügiger zu zeigen. Ja. Und da hat es dann tatsächlich angefangen. Ja, ja, sehr cool. Also du bist doch öfter auf solche Partys und Veranstaltungen gegangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt dann irgendwie von selber, dass man immer mal wieder irgendwo eingeladen wird. Und ich bin da immer gerne dabei. Macht Spaß. Sehr cool. Und hast du mit Webcam angefangen oder direkt auch mit ein paar Solo-Videos? Ja, beides tatsächlich. Mhm. Also ich habe als erstes ein paar so kleine Videos, ganz amateurhaft, einfach mit dem Handy ein bisschen was gefilmt. Einfach so, wie ich mich gefühlt habe, wie ich mir dachte, da, so fühle ich mich sexy. Habe ich kleine Videos aufgenommen und dann aber relativ schnell hatte ich dann so ganz viele Anfragen, dass Leute gesagt haben, komm noch mal in die Cam. Mhm. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Ja. Und dann habe ich relativ schnell dann auch mit Webcam angefangen. Ja. Wie war es für dich so das erste Mal in der Webcam von der Nervosität und so? Oh, das erste Mal war ich mega aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe nicht mal wirklich oft Videotelefonie oder mit Freunden oder so gemacht. Ja. Und auf einmal hat man dann so eine Kamera auf sich. Aber ich muss echt sagen, die User, die dann in meine Cam gekommen sind, die waren so nett. Ich habe gleich allen gesagt, ich bin neu, ich kenne mich gar nicht aus. Und da fanden die aber super. Die haben mir gleich alles erklärt, wie es funktioniert und so. Ja. Ich habe auch am Anfang immer die User nach Hilfe gefragt. Immer so, du entschuldige, wie kann ich denn das einstellen? Weißt du das? Oder du kannst mir mal erklären, wie soll ich denn das jetzt am besten machen? Ja, und die sind richtig, richtig hilfsbereit. Ja, auch. Absolut. Also echt super. Wenn man von Anfang an gleich offen ist und sagt, hey, ich habe keine Ahnung, genau, dann sind die gleich auch sehr tolerant super. Dann. Ne? Absolut, genau. Ja, ja. Und wie weit bist du gerade jetzt in deiner Entwicklung von den Videos her? Was drehst du denn gerade? Ich drehe einige Solo-Videos, habe aber auch manche Videos mit Drehpartnern gedreht. Also ich hatte nie richtigen Sex vor der Kamera bisher. Weiß ich nicht, ob ich das noch mache. Ich glaube, ich habe schon irgendwann Lust darauf, wenn ich mich dann mal bereit dafür fühle, weil ich möchte das in meinem eigenen Tempo einfach gut machen. So. Ja, aber ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon einige auch mit Drehpartnern dann schon gemacht. Ja, es macht Spaß. Und die Drehpartner, kanntest du die so aus dem Swingerleben oder aus der Cam? Das sind, bisher waren das immer so, ich sage jetzt mal Freunde, Freundschaften plus von mir. Also ich bin in keiner Beziehung, aber ich war schon immer ein offener Mensch, was das angeht. Und man hat so seine Bedürfnisse. Ja, definitiv. Und ja, darum hat sich das immer mit Freunden ergeben. Zufällig kannte ich da ein paar Leute, die schon ein bisschen so Erfahrung hatten vor der Kamera. Das war auch sehr gut. Die konnten mich ein bisschen so an der Hand nehmen. Und genau, das hat sich bisher so ergeben. Mal gucken, was noch kommt. Wir haben uns ja auch kennengelernt für so ein bisschen TV zusammen. Genau, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja. Genau, machst du sowas auch? Oder war das so eine kleine Ausnahme? Bisher war das erste Mal. Wie gesagt, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Ja. Also mal gucken, was noch kommt. Ich habe immer Freude an sowas. Ich bin ein Mensch, der mega gerne neue Sachen ausprobiert. Und ich bin bei sowas immer dabei. Und auf welchen Seiten bist du denn unterwegs? Ja, auf verschiedenen Seiten. Ich bin auf den großen Cam-Seiten. My Dirty Hobby, Visit X und dann natürlich noch die Videoseiten, die man so kennt. Ich bin auf OnlyFans, bin auf Fancy Me. Also wenn man mich googelt oder mal bei Instagram sucht, oh, da ist mein Link drin, na, findet man die alle. Wie heißt du auf Insta? Mikanox.live. Live nicht vergessen. Genau. Shadowban hast du noch nicht, oder? Noch nicht. Gut so. Ja, ich hatte einmal das Pech, dass mein Account gelöscht wurde, aber ich glaube, so geht es uns allen. Das passiert einfach. Ich hatte schon 6. Ja. Ich hoffe nicht, dass das nochmal passiert, aber sei nicht traurig, wenn das ist einfach. Ja, das gehört weiß, zum Cam-Leben dazu. Hast du noch irgendeinen Tipp oder Ratschlag oder sonst irgendwas, was du gerne erzählen möchtest? Ich würde eigentlich gern alle Mädels, auch alle Jungs, die
die sich gerne offen zeigen möchten, dazu ermutigen. Also natürlich muss man sich vorher überlegen, wenn man diesen Schritt geht, was sind die Konsequenzen, möchte ich das? Natürlich muss das wohl überlegt sein. Aber ganz ehrlich, wenn ihr schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, macht es einfach, macht euer Ding. Ihr habt nur ein Leben und wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es einfach. Sehe ich auch so. Und das sagt eigentlich jeder, der einen Tipp an die Leute generell hat, macht einfach euer Ding. Genau. Weil ganz ehrlich, am Ende, du kannst dein Leben nicht für andere leben und zum Beispiel im Alter an der Kasse sitzen, weil es jemand anderen glücklich machen würde. Das ist dein Leben und guck mal, wie viel Spaß wir heute hier auf dem Boot haben. Ja, eben. Genau, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter feiern. Folgt der lieben Mika hier und nicht nur auf Insta, sondern auch überall, ne? Genau, danke schön. Tschüssi. Hey ihr Lieben, danke, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Hier oben seht ihr mein letztes Video und hier könnt ihr den Rest meines Kanals angucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Thumbs up da und ihr könnt meinen Channel auch gern abonnieren. Bis zum nächsten Mal.